Weiter geht's mit Assassin's Creed 3. Kein Grund, nervös zu sein. Norris, was machst du hier? Ach so, du willst dir das Messer geben. Oh, Bahn gegangen. Der Titel klingt ja schon mal sehr gut, ey. Geht der Bahn, oder was? Was machst du hier draußen? Ich will Myriam ihr Messer geben. Willst du mich begleiten? Natürlich. Und was hält dich zurück? Ich bin nervös. Das Messer, das du ihr gemacht hast, gefällt dir bestimmt. Was mache ich? Ich schenke einer Frau ein Messer. Das ist doch dumm. Sie wird es zu schätzen wissen. Und es auch benutzen. Jetzt habe ich es gemacht. Dann kann ich es ihr auch geben. Eben. Na komm, Norris. Geh mal. Hallo, Myriam. Hallo, Norris. Hallo, Connor. Würde gern mit euch quatschen, doch ich habe Ellen einen Ballen Felle versprochen. Und ich habe noch jede Menge zu tun. Ich muss sofort in die Wälder aufbrechen. Zwei Jäger sind besser als einer. Ich kann helfen, wenn du magst. Würdest du? Ich wäre sehr dankbar. Ich habe hier was für dich. Vielleicht hilft es dir. Ich muss jetzt aber wirklich dringend los. Ich werde mich bedanken, wenn ich zurückkomme. Also bis dann. Triff mich an meinem nördlichsten Hochsitz, wenn du dein erstes Fell hast. Wolf? Ist ja nicht so, dass ich mehr als genug Wölfe schon getötet habe. Ja, Wolf. So, erstmal ausnehmen. Ja, hier lag auch noch einer. Da. So. Da hoch. Und wie komme ich da hoch? Mit Leiter. Leiter ist immer das Einfachste. Hola, bist du da? Ich glaube, sie braucht Hilfe. Connor, ich brauche Hilfe. Wer hätte es gedacht? Connor, bist du da? Connor, to the rescue! Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin unterwegs. Connor, ich brauche Hilfe. Bin ja gleich da. Oh, verdammt. Nicht der. Doch der! Die Zeit für Erbarmen ist vorbei. Doch der. Tötet mich nicht. Ich komme nie wieder. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid, gibet nicht. Ich komme nicht zurück. Ich schwöre es. Bitte, Mister. Bitte. Es war nicht richtig. Bitte, Mister. Ohne dieses Messer hätte der verdammte Speichellecker mich abgemurkst. Ein Geschenk zur rechten Zeit, wie es scheint. In der Tat. Ich muss mich bei Norris dafür bedanken. Musst du wohl. Baden gegangen. Das wäre sie jetzt. Allerdings im schlechten Sinne. So, noch was?
natürlich noch was. Warum frage ich überhaupt? Ich glaube, ich lege mir langsam mal mein Pferdchen auf eine Schnelltaste. So oft, wie ich mein Pferdchen rufen muss in letzter Zeit, lege ich es mir auch mal auf eine Schnelltaste. Aber naja. Was tut man nicht alles für seine Leutchen? Alter! Was denn du? Häschen? Hierher! Ja, Oma. Was ein Aufstand für ein Häschen, ey. Was ein Aufstand. Also, wie spät ist es denn? Ist irgendwas? Ist Kirch? Ist mir doch egal. Kirche ist mir so egal, so egal, so egal. Kirche ist mir voll egal. Connor! Connor! Bin ja da! Der letzte Strohhalm? Na, ein Mistkerl von einem Mann versucht mit ein paar Freunden in ihr Haus einzubrechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Sie ist nicht mehr deine Tochter, du Tölpel. Bums. Ja, komm raus da. Wag es nicht. Ach, nur weil ich auf meinen Dolch, auf meine Klinge gewechselt habe. Na schön, Schrank. Basche, 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 bo. Connor! Ein Mistkerl von einem Mann versucht mit ein paar Freunden in ihr Haus einzubrechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Dann kriegst du was zu verdienen. Das wirst du bereuen. Ich bin es leid zu warten. Wenn du ihr zu nahe kommst, reiß ich dich in Stücke. Nicht. Komm raus, dann kriegst du, was du verdienst. Das wirst du bereuen. Wächter! Spacken. Lass dich nicht entkommen! Komm raus, dann kriegst du, was du verdienst. Das wirst du bereuen. Da, da, ergreift ihn. Komm raus, dann kriegst du, was du verdienst. Das wirst du bereuen. So, weg mit dir. Ellen und Maria sind frei von dir. Das sage ich, das sagen die Leute hinter mir. Glaub mir, wenn ich dir sage, falls du jemals wieder hier auftauchen solltest, bringe ich dich um. Du kannst sie haben. Weg mit dir, Stück Müll. Hab Dank, ihr alle. Noch nie hat sich jemand so für uns eingesetzt. Wir halten zusammen, Ellen. Ich fühle mich zu Hause. Ich werde einen Weg finden, mich bei euch zu bedanken. Versprochen. Dessen bin ich mir sicher. Hochwertigere Waren herstellen. Bei mir hat zwar noch nie eigentlich jemand irgendwas hergestellt, aber egal. Ja, Pferdchen.
Irgendwie dürfen wir aktuell nur hier A nach B und eine Siedlungsmission nach Talan machen. Aber naja, sind wir auch teilweise sehr interessant. Die Sache mit Miriam, jetzt hier mit Ellen. Hallo. Hallo. Ich kann ja mal ein bisschen von gestern erzählen. Da waren wir bei Pierre Ruby und Amanda. Und das Einzige, was wirklich erwähnenswert ist, ist spezifisch! Kannst du mir kurz zur Hand gehen? Ja, kann ich. Hochzeit? Sag bloß! Oh, sag bloß, ihr heiratet Norris! Sag bloß, ey! Mein Freund! Norris, was machst du? Sie sagt ja. Miriam? Wir werden heiraten. Ich sagte, es ist keine gute Idee. Ist das wahr? Ja. Da du jetzt alles weißt, können wir reden? Es gibt so viel zu tun. Natürlich. Was soll ich tun? Begleite mich zum Gasthaus. Ich habe dort zu tun. Ach, ist das schön. Hochzeit. Norris ist ein Pedant, was Traditionen angeht. Miriam weiß leider nicht, wo ihr Vater ist. Und sie hofften, dass du seinen Part bei der Zeremonie übernimmst. Ich bin nicht vertraut mit den kolonialen Hochzeitsbräuchen. Du musst nur neben ihr hergehen bei der Zeremonie und sie Norris übergeben, wie ein Vater es tut. Es wäre eine Ehre. Wunderbar. Dann zu etwas anderem. Unsere Hochzeiten sind komplexe Feiern und erfordern, dass viele Hände zusammenarbeiten. Warren und Prudence müssen für Verpflegung sorgen. Und Ellen für angemessene Kleidung. Big Dave muss Eheringe schmieden. Ich die Trauung vollziehen. Und Oliver und Corinne das Festmahl bereiten. Das ist viel Arbeit. Wir fangen hier an. Ja, viel Arbeit. Aber es wird sich lohnen. Hochzeit! Ein paar Tage später. Norris, wie sieht's so aus? Ist nicht Hochzeit, oder? Connor. Alles scheint für den großen Tag bereit zu sein. Ist es. Nur ich finde Miriam nicht. Ich bin sicher, sie sorgt dafür, dass alles perfekt ist. Ich finde sie, mein Freund. Muss ich hin? Wo muss ich jetzt nach Hinweisen suchen? Nach Hinweisen. Ja, schön, Und wo, bitteschön? Du bist lustig. Nach Hinweisen gucken. Ja, du bist mir lustig, Connor. Du bist mir lustig! Sag ich so, nach Hinweisen suchen, aber sagst mir nicht wo. Moment, war da nicht gerade irgendwie was angezeigt? So von wegen... Ne, es war nur das hier. Vielleicht weiß ja jemand in der Stadt was. Weil die von den anderen halt. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht dieser da Kreis da, ey. Pferdchen. Wir haben zu tun. Was wir machen könnten, wir könnten mal zu ihr hin. Gucken, ob wir da irgendeinen Hinweis finden. Wäre doch logisch. Erstmal da anfangen, wo sie wohnt. Ach, blödes Pferd, ey. Ja, hier ist schon mal nichts. Ach, schon im Haus oder wie jetzt?
Adderb. Sag das doch mal. Kann ich ja nicht drauf kommen, dass ihr meint, dass ich im Haus danach suchen soll. Ach, lass mich raten, sie ist oben. Natürlich. Ich hätte die Kamera die ganze Zeit so. Da kann ich natürlich nicht sehen, dass es da oben ist. Derp. Zeitverschwendung. Yay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht gut aus. Und das kann ich hier untersuchen noch? Befreiung von New York. Aha. Miriam, wo bist du nur? Jetzt doch bei dir zu Hause, oder wie? Glaub nicht, dass sie dich heiratet, Kumpel. Scheint fast so. Ich find's cool, die mit denen auf Bäumen rumlaufen. Yep, scheint fast so. Ach, lass mich raten, wo sie ist. Mich in Ruhe. Warum läufst du weg? Lass mich in Ruhe. Ich bin keine Hausfrau. Niemand hält dich für eine. Genau darum geht es hier doch. Hä? Wie mein? Hä? Was jetzt? Ich hab's nicht ganz verstanden, worum das jetzt alles und überhaupt. Hä? Ja, nein, vielleicht doch nein? Ich versteh's nicht. Du darfst die Braut küssen. Fehlt da nicht noch ein bisschen was davor? Vor du darfst die Braut jetzt küssen erstmal. Willst du? Und überhaupt? So, erstmal die Markierung hier weg. Und jetzt? Hallo, Connor. Amüsierst du dich? Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen und glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Connor brachte sie zusammen. Wollte ich gerade sagen. Ich half Norris nur, den Mut aufzubringen. Der Rest kam von allein. Wollte sagen, Connor war derjenige, der sie zusammenbrachte. Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Connor, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter?
Mehr Schlägerei als Hochzeit. Wenn du Joe Klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Armer Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Angebetete herumwirbelte. Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Hallo? Entschuldigt einen Moment. Danke. Es dauert nicht lange. Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken. Und heute möchte ich es endlich tun. Ist das eine Fahne? Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet. Aber diese hier ist für dich, Connor. Yay, ich hab eine Flagge. Wie schnell du die auch wieder zusammengelegt hast. Danke sehr. Wow. Applaus, Applaus, Applaus. Vater Timothy bietet einen neuen Bewohner der Siedlung oder eine Unterstützung. Hatten wir das nicht schon? Oder bietet er jetzt noch mehr Unterstützung hier? Moralischer Art. Naja, wie auch immer. Ich sag, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute.